Dies ist eine Meditation für optimales Wohnen und Schlafen. Entspanne dich vollkommen und folge mir in das Zuhause deiner Träume. Begleite mich in das Heim, welches dir nach deiner wahren Bestimmung zusteht. Lege nun eine Hand auf deinen Bauch und die andere Hand auf dein Herz. Atme tief ein in deinen Bauch und aus. Und atme noch einmal tief in deinen Bauch ein, sodass sich dieser nach oben wölbt. Und atme wieder aus. Atme nun ganz ruhig weiter. Lass uns nun den Schlüssel zu deinem wundervollen Zuhause finden. Fühle hinein in dein Herz. Fühle die Wärme und Geborgenheit deines eigenen Herzens. Hier liegt alles verborgen, was dich glücklich machen kann. Hier ist die Verbindung zu deinem Ursprung als Kind Gottes. Hier ist alles Vertrauen, alle Liebe, alle Sicherheit zu finden. Dein Herz weiß, was du möchtest. Und da du dich nun entschieden hast, dein wahres und für dich optimales Heim zu finden, reichen dir die Engel deines Herzens einen Schlüssel. Da ist er nun, schön geformt, klein und golden, serviert auf einem Silbertablett. Nimm ihn, deinen Schlüssel, und dann folge mir. Ich darf dich nun zu deinem wahren Zuhause führen. Kannst du es sehen? Dort, in dieser landschaftlichen Idylle, das ist dein Heim, umgeben von Bäumen, Wiesen und Blumen, fühlst du, dass es wahr ist. Dies ist dein Zuhause. Das Zuhause, das du dir schon immer gewünscht hast. Du spürst, wie Frieden und Liebe dich durchströmen. Glückseligkeit fühlst du und du bist auch ein wenig aufgeregt. Wird alles wirklich so sein, wie du es dir erträumt hast? Lass uns die Schuhe ausziehen und gemeinsam den gewundenen Pfad beschreiten, der dich zu deinem Zuhause führt. Sei ganz entspannt und fühle den weichen Boden unter deinen Füßen. Dir ist angenehm warm und das Gras kitzelt deine Fußsohlen. Die Eingangstür ist wunderschön verziert. Und du führst den Schlüssel zum Schloss. Die Tür lässt sich ganz leicht öffnen und gemeinsam betreten wir dein Zuhause. Eine angenehme Ruhe und Wohlbefinden durchströmen dein ganzes Sein. Hier bist du zu Hause. Hier darfst du sein. Hier ist alles für dich. Hier war immer alles für dich. Und hier wird immer alles für dich sein. Hier ist der Sitz deines Urvertrauens. Hier ist das Zuhause, welches dir bislang niemals jemand geben konnte. Denn nur du selbst kannst dir dein eigenes Heim erschaffen. Nur du bist der Schöpfer deiner Lebensumstände. Nur du hast die Macht und die Kraft, diese zu erschaffen oder zu verändern. Aber hier musst du nichts verändern. Hier darfst du einfach genießen und dich wohlfühlen. Denn dies ist dein Urzuhause. Du und ich, wir werden heute dieses wundervolle Heim besichtigen. Jeden einzelnen deiner Räume. Du wirst spüren, wie es sich anfühlt, in diesem schönen Zuhause zu leben. Und dann wird es dir leicht fallen, dieses Zuhause auch in deinem Außen zu manifestieren.
gehen wir doch als erstes in die Küche. Diese Küche ist hell und wirklich liebevoll eingerichtet. Kannst du es sehen? Hier ist endlich genug Platz und Raum für all deine Kreativität vorhanden. Hier kannst du wundervolle Gerichte zaubern. Hier kannst du mit deinen Lieben zusammensitzen und ihr könnt die Früchte eurer Arbeit genießen. Hier kannst du dich auch von deinen Lieben verwöhnen lassen. Alles ist ganz so, wie du es möchtest. Die Sonne scheint herein und beleuchtet alles mit ihrem wunderschönen Licht. Alles ist an seinem Platz und es herrscht eine angenehme und leicht herzustellende Ordnung. Hier ist wahrlich ein Raum zum Wohlfühlen und Genießen. Siehst du die Gestaltung der Wände und die schönen Lichter? Das ist alles dein Werk. Jedes Detail wurde liebevoll von dir erdacht und umgesetzt. Du willst weitergehen? Dann lass uns doch das Badezimmer anschauen. Schau dir nur diesen wirklich magischen Ort an. Hier hast du deine ganz persönliche Wohlfühloase. Dieses zarte Kerzenlicht zaubert eine ganz wundervolle Atmosphäre. Und was für ein zauberhafter Duft liegt hier in der Luft. Ja, hier macht es wahrlich Freude, sich für den Tag bereit zu machen. Hier kannst du dich schön machen und deine Haare frisieren. Und du kannst dich hier auch wunderbar für die Nacht reinigen und von allem trennen, was dir am Tag nicht zugesagt hat. Hier ist das Badezimmer deiner Träume. Doch lass uns dein ganzes Zuhause anschauen. Komm mit mir. Siehst du diese Zimmer hier? Diese Zimmer gehören ebenfalls dir. Ja, dir allein, wenn du das möchtest. Hier in diesem kannst du Ruhe haben und lesen. Und dieses Zimmer da, du möchtest doch singen oder musizieren, nicht wahr? Vielleicht möchtest du auch malen oder tanzen. Oder nähen oder basteln. Was auch immer du möchtest, für alles ist Raum vorhanden. Für deine Kreativität ist Zeit und Raum im Überfluss vorhanden. Es ist dein Zuhause. Du selbst erlaubst es dir, ganz du selbst zu sein. Du selbst gestattest es dir, kreativ zu sein, wann und wo du möchtest. Alle Begrenzungen, die du dir diesbezüglich auferlegt hast, alle Begrenzungen, die dir jemals auferlegt wurden, fallen nun in diesem Augenblick von dir ab. Nur du hast das Sagen in deinem Zuhause. Schaue dich um. Alles ist hell und freundlich. Jeder Raum lädt dich zum Verweilen ein. Entspanne, wenn du entspannen möchtest. Betätige dich, wenn du dich betätigen möchtest. Doch du selbst entscheidest. Dein Zuhause ermöglicht es dir, dich optimal zu entfalten. Jedes Zimmer deines Zuhauses schwingt in Liebe, Harmonie und Schönheit. Lass uns noch ein wenig weitergehen. Wir öffnen gemeinsam die Tür zu einem weiteren wundervollen Zimmer, deinem Schlafzimmer. Spürst du, wie ruhig es in diesem Raum ist? Siehst du das große Bett? Du kannst regelrecht fühlen, wie bequem es ist. Es entspricht genau deinem Geschmack. Logisch, du selbst hast es ja ausgesucht. Es ist das Bett, welches du schon immer haben wolltest. Die Matratze wurde eigens für dich angefertigt. Hier
schläfst du gut, sicher und beschützt. Gott selbst sendet seine Engel, die über deinen Schlaf wachen. Wann immer du möchtest, schläfst du mit weit offenem Fenster und genießt die frische Luft, die in deine Lungen strömt. Hier kannst du schöne Träume träumen, denn Erzengel Michael führt, lenkt und leitet dich auch im Schlaf. Ist das nicht eine wundervolle Stätte für die Nachtruhe? Nun, sie ist deine, und daher schläfst du stets friedlich und behütet. Das ist der Grund, warum du dich jeden Morgen so frisch und munter fühlst. Dein Start in den Tag beginnt so voller Energie, Tatendrang und Lebenslust. Lass uns weitergehen. Du kannst weitere Zimmer sehen. Du brauchst nicht hineinzuschauen. Es sind die Zimmer deiner Lieben, die Zimmer deines Partners oder deiner Kinder oder zukünftigen Kinder. Diese Zimmer gehören den Menschen, die du gern in deiner Nähe haben möchtest. Sie selbst erschaffen sich dort den Raum, den sie gern bewohnen möchten. Dein Vertrauen in die Fähigkeiten deiner Lieben ist grenzenlos, und so weißt du, dass sie selbst für die Räume sorgen können, in denen sie sich wohlfühlen. Es fällt dir leicht, deinen Lieben die Verantwortung für ihre Räume zu überlassen. Sie sind die Schöpfer ihres Lebens, ebenso wie du der Schöpfer deines Lebens bist. Lass uns doch einmal einen Blick aus dem Fenster werfen. Wann immer du aus einem der Fenster deines Zuhauses schaust, wird dein Blick erfrischt und du erfreust dich an all den schönen Dingen, die dein Zuhause umgeben. Siehst du, wie dein Zuhause von vollkommener Schönheit und Vollkommenheit umgeben ist? Lass uns ein Fenster öffnen, damit du dich an den Klängen deiner Umgebung erfreuen kannst. Hörst du das Rauschen des Windes in den Bäumen? In der Nähe plätschert ein Bach. Vögel singen. Ein kleiner Hund bellt. Jemand lacht fröhlich. Kinder rennen singend über eine Wiese. Klare, frische und reine Luft strömt durch das weit geöffnete Fenster in dein Leben. Jeder Tag in deinem Zuhause ist etwas ganz Besonderes. Du schließt das Fenster nun wieder und wir gehen gemeinsam in deinen Garten. Dein ganzes Zuhause ist von einem wundervollen Garten umgeben. Dieser Garten bietet alles, was du dir nur wünschen kannst. Da sind Obstbäume, dort sind Sträucher mit Beerenfrüchten, da wachsen Blumen. Eine riesige Weide lässt ihre Zweige in einen Bach hängen. Eine kleine Sitzgruppe lädt dort zum Verweilen ein. Da findest du Schatten an heißen Sommertagen. Wir setzen uns auf eine kleine Bank und lassen den Blick weit über dein Land um dich herum schweifen. Dies ist dein Land. Zu allen Zeiten und immer da verdienst du es, dieses wundervolle und harmonische Zuhause zu haben. Dieses Leben ist für dich. Du allein entscheidest, was du mit diesem Land anfangen möchtest. Du kannst Gemüse anbauen, wenn dies etwas ist, was dein Herz erfreut. Du kannst Pferde züchten oder auch einen kleinen Hund haben. Du kannst Feste feiern und fröhlich sein. Du kannst eine kleine Frühstückspension betreiben und Gäste empfangen. Du kannst sie mit selbst geernteten Früchten verwöhnen und ihnen ein unvergleichliches Ambiente bieten, welches sie nie wieder vergessen werden. Du kannst hier deiner Arbeit nachgehen,
wenn du das möchtest. Du kannst andere Menschen mit deinem Glück und deinem wundervollen Zuhause inspirieren. Du kannst ihnen zeigen, was auch ihr Geburtsrecht auf diesem wundervollen Planeten Erde ist. Durch dein Beispiel können sie sich ihr eigenes, wundervolles Heim kreieren. Für alles, was du möchtest, ist hier Zeit und Raum vorhanden. Für dich und die Menschen, die du liebst. Kannst du es sehen? Kannst du es spüren? Dies ist das Zuhause, welches Gott sich für dich wünscht. Gott möchte, dass du glücklich bist. Denn wenn du glücklich bist, dann kannst du auch dieses Glück an andere weitergeben. Du kannst das Glück ausstrahlen und wie ein Freudenfeuer, ja, wie ein regelrechtes Freudenfeuerwerk, wird es dein Leben und das Leben deiner Mitmenschen verwandeln. Lass uns nun wieder zurückkehren in dein Hier und Jetzt. Du weißt es nun ganz sicher. Du selbst hast den Schlüssel zu wundervollen Lebensumständen in deiner Hand. Sieh, wie der Engel deines Herzens dir das Silbertablett reicht. Lege nun diesen kleinen, goldenen Schlüssel wieder zurück auf das Silbertablett und zurück in dein Herz. Dort sind deine Träume und Wünsche sicher behütet. Segne nun dein Herz und segne den Engel deines Herzens. Vertrauen und Glauben und Liebe werden dir nun helfen, dieses wunderschöne Zuhause deines Herzens auch in deinem Außen zu erschaffen. Sei gesegnet und behütet, Kind Gottes, in alle Ewigkeit.